Herzlich willkommen zurück zu Anstoß 3. Diesmal auch ohne, ja, Hakler oder, ja, doch so kurze Hakler in der Aufnahme. Ich hatte da mal ein bisschen was getestet. Das hat nicht so gut funktioniert. Da nochmal Entschuldigung für. Ich habe es jetzt nochmal wieder deaktiviert. Da muss ich nochmal ein bisschen ran. Aber jetzt Anstoß 3. Klaus Müller hat die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden mit Borussia Dortmund. 3 Spiele noch. Wir sind 1 Punkt hinter Bayer Leverkusen nach dem mageren 0:0 gegen die TSG Hoffenheim. Und jetzt haben wir ja, ihr seht es ja schon oben, das nächste Spiel gegen Mainz 05. Die stehen derzeit auf Platz 3 in der Tabelle. Ja, das wird interessant. Wenn wir das verlieren, ist Mainz wieder punktgleich dran. Wenn wir das gewinnen, ist Mainz weg vom Fenster quasi. Nicht nur quasi, dann haben wir 6 Punkte Vorsprung, die bessere Tordifferenz. Also der Sieg wäre schon wichtig und vielleicht sogar noch die Tabellenführung mit dabei. Ach ja, wir hatten ja direkt das Spiel. Mist. Ja, da geht's schon wieder los. Ne? Wenn man wieder ein bisschen unkonzentriert ist, dann passiert sowas und wir werden auf jeden Fall sagen, dass das ein 6-Punkte-Spiel ist. Ich sag's nochmal. Hier geht es um 6 Punkte. Und wenn ich richtig überlege, wäre ein Sieg, ja? Wäre ein Sieg besser als ein Unentschieden. So sieht's aus. Ihre Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Sehr gut. Angela Merkel sagt, wir spielen 2-2. Dortmund hat noch nie zu Hause gegen Mainz gewonnen in diesen 2 Spielen, die es gab. Und wir haben 76.000 Zuschauer. Das ist ja klasse. Das ist klasse. Kagawa schlägt den Ball rechts vor den Strafraum. Philipp kann den Ball nicht sauber stoppen. Und deswegen ist die Chance auch gleich wieder verpufft. Biragi sieht, dass er jede Menge Platz auf dem linken Flügel hat und marschiert, versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen. Traumflanke, Matos nimmt den Ball mit in vollem Lauf, mit der Brust an, geht von halb rechts aufs Tor zu. Batra ist eng bei ihm, beide ziehen und zerren, aber Batra setzt sich durch und schlägt den Ball zur Ecke. Die wird ausgeführt von der linken Seite von Maxim, der schlägt den Ball hart nach innen. Matos steigt hoch, setzt sich gegen Batra durch, kommt zum Kopfball und macht das 0:1. Ja, ne, wie gesagt, der Sieg wäre sehr wichtig gewesen. Aber gut, was heißt gewesen? Vielleicht schaffen wir es ja noch. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Schein spielt den Ball zentral vor den Strafraums, kein Abseits. Özyakup bringt den Ball an Hack vorbei, weicht nach links aus, schießt und keine Chance für Adler. Und das ist immerhin der Ausgleich. Geht der Saisontreffer für unseren Spielmacher. Alles wieder auf Null. Schein hebt den Ball aus vollem Lauf mit der Hacke über Maxim. Aber das geht gründlich schief und der Ball ist verloren und damit steht es aktuell 1:1 unentschieden. Na super. Pulisic spielt mal wieder gut, wir gehen auf kontrollierte Offensive und jetzt Leute, macht mal was. Gelb für Biragi nach einem Revanche-Foul. Und Shinji Kagawa macht das 2:1, das dritte Saisontreffer. Wir gehen hier sofort auf normal. Und hoffen jetzt mal, dass Donati jetzt nicht so viel macht. Bringt den Ball unter Kontrolle, spielt ihn dann auf links auf Biragi. Der sieht, dass er jede Menge Platz auf dem linken Flügel hat und marschiert. Nimmt den Ball bis zur Grundlinie mit, drischt ihn hart und flach in den Strafraum. Aber er geht auf die gegenüberliegende Seite. Dort steht Matos. Er nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum. Und wieder auf die andere Seite, da steht Biragi wahrscheinlich, ja. Und der flankt ihn wieder rüber auf Matos. Er flankt. Ja, nee, so ganz aus. Er flankt so ganz aus. Und wir sehen auch, wie wichtig das ist, denn auch Leverkusen führt. Die führen 3:0 gegen Duisburg. Also da wird nichts anbrennen bei denen. Hack spielt Özyakup aus. Und auch der nächste Gegner hat Platz. Treibt den Ball Richtung Strafraum. Bringt den Ball nach einem Stolperer unter Kontrolle. Spielt ihn dann auf die linke Seite hinaus. Biragi läuft gemächlich Richtung linke Strafraumecke, stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf. Hack bringt den Ball nach einem Stolperer wieder unter Kontrolle. Schlägt ihn auf den rechten Flügel. Matos nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken. Flankt aus vollem Lauf präzise in den Strafraum. Und Batra kann erneut zur Ecke klären, aber das ging das letzte Mal nicht gut. Da er da dann den entscheidenden Zweikampf verloren hat. Trapp stürmt heraus und pflückt die Ecke sicher runter. Sehr schön. Also Mainz kommt. Jetzt kommen wir mal wieder mit Philipp. Der hat
Zeit, läuft in die Mitte, setzt sich energisch gegen Holtmann durch, sieht, dass Adler zu weit vor dem Kasten steht, zieht aus 40 Metern ab. Adler wehrt den Ball nach außen ab und keiner setzt richtig nach. Und der Ball bleibt nahe der Torauslinie liegen. Adler spurtet zum Ball, springt und hat ihn. Das war mal was, was wir noch nicht so oft hatten. Ach ja, das wollte ich dann auswechseln, wollte ich. Aber eigentlich sieht es ganz okay aus. Wir bringen hier nochmal den Schirle rein. Und vielleicht reicht das auch schon. Ja, das reicht auch schon. Also Platz 2 hätten wir bei diesem Ergebnis sicher. Aber Holtmann macht ja zum Glück den Ausgleich. Dahut setzt sich energisch gegen Maxim durch, wird nicht angegriffen, läuft Richtung Strafraum, sieht sich Kai Son gegenüber. Zieht nach rechts, Pulisic kontrolliert den Ball, wird nicht angegriffen, stürmt plötzlich Richtung Strafraum. Holt aus, Gewaltschuss und macht das Tor. Ja, wir machen mal vorsichtig. Christian Pulisic das 3:2, 79. Minute. Ecke jetzt für Borussia Dortmund von der rechten Seite. Pulisic legt sich den Ball zurecht, zupft sich am Kinn, schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Adler kommt raus, faustet den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Und es bleibt beim 3:2. Sahin hebt den Ball aus vollem Lauf mit der Hacke über Kai Son, aber das geht gründlich schief. Und der Ball ist weg. Und dann Platz beim 3:2. Heieiei, was für ein Spiegel. Also hier nach dem 2:2 hätte ich nicht mehr damit gerechnet, dass wir nochmal wiederkommen. Aber Pulisic hat mich eines Besseren belehrt. Und es war ein unglaublich wichtiger Sieg. Zum einen, weil, wie gesagt, Leverkusen 3:0 gegen Duisburg gewonnen hat. Und wir damit immer noch dranbleiben. Außerdem, das haben wir jetzt, wie gesagt, die 6 Punkte auf Mainz und das deutlich bessere Torverhältnis. Also das sollten wir nicht mehr abschenken. Bin ich mir recht sicher. Also die Champions League haben wir, denke ich, schon mal. Das ist auch wichtig, um Geld einzunehmen. Und ja, Greuther Fürth schickt dir wieder Borussia Mönchengladbach Richtung zweite Liga. Und da sind jetzt auch 3 Punkte Unterschied, was bei nur noch 2 Spielen nicht wenig ist. Aber Fürth hat die schlechtere Tordifferenz. Wie konnte das Ganze passieren? Augsburg nur 1:1. Nee, Augsburg, Gladbach. Gladbach hat gegen... Na, wo sind sie denn? Da, gegen Leipzig verloren. Und Fürth wiederum hat gegen St. Pauli gewonnen. Gegen St. Pauli müssen wir auch noch. Ich glaube, das ist unser nächster Gegner. Nationalkader, Trapp und Philipp für Deutschland. In die Schmachgruppe der Smörling, Isak, Birki, Patrice Jakob und Jarmolenko sind berufen. Oh ja, wir spielen jetzt tatsächlich als nächstes gegen den FC St. Pauli. Oh, und wir konnten sogar wieder Plus machen. Letztes Mal, als ich geguckt hatte, hatten wir minus 7,77. Also wenn wir genug Karten verkaufen, dann geht's. Und da wir ja aktuell ganz gut dabei sind, denke ich mal, dass die Fans dann in der nächsten Saison auch nicht mehr wütend auf uns sind. Zumindest ist das so die große Hoffnung. Ansonsten, wen ist denn eigentlich unser letzter Gegner? Das ist Bremen. Okay, die haben uns ja im Hinspiel ganz schön einen eingeschenkt. Das kann noch was werden. So, das... Ja, und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wie sieht eigentlich der Kader? Ja, der Kader für die neue Saison, da werden wir dann recht viel basteln müssen. Haben wir eigentlich auch noch so viele Außenspieler, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Schirle oder Philipp würde ich ganz gerne loswerden, eigentlich gerne Schirle. Und dann müssen wir noch ein bisschen kaufen, aber da keine super teuren Starspieler. Dafür fehlt uns einfach die Knete. Können dann auch mal gucken, was die Jugendmannschaft noch hergibt. Da war ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was dabei. Libero mit Stärke 6. Ah, aber wir haben halt kein Libero, den wir groß einsetzen. Das ist das Problem. Schwierig. Das weiß ich noch nicht, was wir in der nächsten Saison machen. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Jetzt lautet das Problem erstmal St. Pauli. So, Deutschland schafft es einfach nicht zu gewinnen. 2:2 gegen Island. Eieiei. Philipp hat gespielt. Immerhin einer der beiden. Irland, England 1:1. Italien, Dänemark 2:2. Nordirland, Spanien 2:0. Norwegen, Niederlande 0:1. So, und damit ist hier dabei Tschechien und Schottland. Deutschland ist tatsächlich Gruppenletzter in der EM-Qualifikation geworden. Wahnsinn. Weiß ich gar nicht, ob ich das bei Anschluss 3 schon mal hatte. Hat aber auch nicht die schlechteste Tordifferenz.
Ansonsten Luxemburg vor Israel. Spanien, Belgien haben sich hier durchgesetzt. Hier haben sich durchgesetzt Dänemark und Italien. England, Ungarn, da auch keine große Überraschung bei. Hier auch nicht. Niederlande, Platz 4, hat es nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Das vielleicht eher noch die Überraschung. Was jetzt mit Spanien? Ach, die sahen hier, genau. So, und das sind die Gruppen in der Europameisterschaft. Tschechien, Slowenien, Ungarn und Kroatien. Also hier ein richtiger Ostblock ja fast schon. Türkei, Spanien, Belgien und Serbien sind in einer Gruppe. Dänemark, England, Österreich und Nordirland. Und hier haben wir Frankreich, Italien, Schottland und Portugal. Hui, Frankreich, Italien, Portugal in einer Gruppe. Nicht schlecht. Man darf gespannt sein, wer hier von Europameister wird. Deutschland wird es nicht. Können wir das eigentlich auch wetten? Wir hatten ja, glaube ich, auch noch eine Saisonwette laufen. Da müssten wir halt nochmal wieder reingucken. Wette. Wird das hier angezeigt? Nee. Kann ich das irgendwo einsehen? Vermutlich nicht. Und wir können auch nur hier wetten. Nee, wir können da nicht drauf wetten. Okay. Dann machen wir das nicht. Und bereiten uns jetzt vor auf das Spiel gegen St. Pauli Schmelzer. Ja gut, der hat sich wieder ein bisschen erholt. Isak ist wieder fit. Raum darf spielen. Wäre auch fast ein Überlegen, Esposito auf jeden Fall mitzunehmen. Vielleicht sogar in die Startelf zu schmeißen. Statt Isak. Aus dem Grunde, dass er nicht abgewertet wird. Und ich denke mal, gegen St. Pauli können wir es verkraften. Zur Not können wir ihn zur Halbzeit immer noch reinschmeißen. Mal gucken. Wir spielen auf jeden Fall kontrollierte Offensive. Und diesmal sage ich hier nichts. Ich weiß, wir haben im Hinspiel auch nicht sonderlich gut ausgesehen. Da hatte ich noch ein bisschen mehr rumrotiert. Das war ein 1-1. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Und St. Pauli ist quasi... Ja, ist schon abgestiegen als Tabellenletzter. Verbessern werden sie sich nicht mehr. Schmelzer, drischt das Leder. Hochforst, Tor, Wolleschuss, Aubameyang, Platzfehler, Reflex Himmelmann und Schein kann klären. Und Marc Bartra bringt uns in Führung, sein dritter Saisontreffer. Sehr schön. Und auch erstmal an die Tabellenspitze, aber es ist noch früh. Da kann noch viel passieren. Es ist bisher auch das... Die einzigen beiden Tore, die gefallen sind, sind hier bei uns gefallen. Na gut, jetzt nicht mehr. Bayern München führt auch. Schmelzer marschiert von links auf den Strafraum zu. Stralek geht mit, schießt sofort. Trifft Stralek. Esposito entkommt Keller und erreicht den Ball mit der Fußspitze. Und Esposito macht irgendwie das 3-0. Achso, ja, Schmelzer hat... Alles klar, alles klar. Ja, Esposito macht das 3-0. Seinen ersten Saisontreffer, wahrscheinlich sogar seinen ersten Bundesliga-Treffer. Das können wir gleich mal nachgucken. Dahoud passt den Ball direkt vor den Strafraum, aber in der Mitte ist kein Durchkommen aktuell. Nicht so schlimm. Wir führen 3-0. Aubameyang eine 4,5, wenn Isak nicht nächste Saison wechseln würde in die zweite Liga zum VfL Bochum, dann würde ich ihn jetzt einsetzen, aber nö. So muss das nicht sein. Wir können da eher mal Esposito loben. Und auch ansonsten lassen wir das erstmal so. Sehr, sehr schön. Können wir sogar mal loben. Aber das Problem ist, Leverkusen führt mittlerweile auch. Wir haben es halt durch dieses blöde 0-0 gegen Hoffenheim nicht mehr in der Hand. Srilak stoppt den Ball, dreht sich, flankt in die Mitte, Trapp stürzt heraus und kann den Ball abfangen. Pulisic versucht, Buadus auszuspielen, geht auch an ihm vorbei. Pulisic läuft mit dem Ball Richtung Mitte, spielt den Ball nach links, aber zu weit und der Ball landet im Seitenaus. 60 Minuten gespielt. Gleich sind 70 Minuten, die gespielt sind. Das heißt, wir können wechseln. Gelb für Schein, das heißt, er geht raus. Ich wechsle jetzt mal die aus, die vorbelastet sind. So. Weiter geht's. Gelb für Rio Miyachi. 10 Minuten noch. Und Keller läuft jetzt Richtung Strafraum. Bringt den Ball unter Kontrolle. Schlägt ihn auf den linken Flügel. Buadus flach.
legt flach an die Strafraumkante zurück. Miyachi nimmt den Ball mit, spielt steil Richtung Eckfahne. Kein Abseits, Urdus läuft Richtung linke Strafraumecke, stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf. Keller kann den Ball stoppen, legt ihn nach rechts quer. Del Sole stoppt den Ball, sieht sich Raum gegenüber und kann sich gegen diesen nicht durchsetzen. Und ja, wir bringen das 3:0 damit über die Bühne. Wunderbar. Sind damit jetzt auf Platz 2. Den haben wir, wie gesagt, sicher. Das Problem ist, Leverkusen hat 2:0 gegen Hertha gewonnen. Wir spielen jetzt am letzten Spieltag gegen Werder Bremen. Wir müssen mal gucken, gegen wen Leverkusen spielt. Wolfsburg hat hier auch nochmal ordentlich gerockt. Und zwar gegen Mainz haben sie 4:0 gewonnen. Wahnsinn. Haben sich damit auf Platz 3 verbessert und im Grunde die Champions League Quali sich damit geholt. Mainz muss jetzt noch sogar um Platz 4 bangen. Und die waren ja zwischendurch mal das Maß aller Dinge. Kaum einholbar. Was haben wir denn hier? Leitner. Moritz Leitner. Passt erstmal ins Prädikat günstig. Wir hätten Özyakup und Leitner wäre eigentlich eine ganz gute Nummer 2. Vielleicht wird er ja auch nochmal besser mit Stärke, auf Stärke 10. Ein Versuch wäre es wert. Mal gucken. Und wir spielen jetzt als nächstes gegen Werder Bremen. Oder hat Leitner nicht sogar mal bei Dortmund gespielt? Doch, ich glaube, der war da als großes Talent. Kann das sein? Ich meine ja. So, und hier Hinspiel war 0:6. Immer gegen Bremen verloren zu Hause. Nicht gut. So, und wir gucken mal, ob wir jetzt hier in den Statistiken noch rausfinden können, gegen wen als nächstes. Haben wir irgendwo den Spielplan? Liga. Das muss doch irgendwo stehen. Ausländer. Ausländer haben wir gar nicht so viele. Mit 12. 12 Ausländer aus 11 Nationen. Das nenne ich mal bunt durchgemischt. Schalke hat die meisten, Duisburg die wenigsten. Das war auch mal anders. Tagesform sind wir schlecht. Aber das ist auch nicht so ganz das, was ich wollte. Aktuelles vielleicht. Nein. Mannschaft wird es auch nicht sein. Ich denke. Kann es tatsächlich nicht sehen. Gut. Ja, wir werden das jetzt wahrscheinlich eh nicht schaffen. Und jetzt einmal durchhetzen durchs letzte Saisonspiel. Das muss ja auch nicht sein. Das muss ja spannend bleiben. Wir sehen uns deswegen erstmal ein paar Tabellen nochmal an. Wen sich interessiert, der kann ja abschalten. Auf jeden Fall sind wir in der Heimtabelle auf Platz 2 und in der Auswärtstabelle auf Platz 3. Und es reicht trotzdem für Platz 2 insgesamt. Interessant. Gladbach, das schlechteste Heimspiel, Heimteam mit gerade mal 15 Punkten. In der ersten Halbzeit wären wir auf Platz 2, Tabelle zweite Halbzeit auf Platz 3. Und in der 2-Punkte-Tabelle wären wir trotzdem Zweiter, aber punktgleich mit Leverkusen aufgrund unserer vielen, obwohl wir jetzt hier 2 Unentschieden mehr haben. Das macht da schon ein bisschen was aus. Prognose sagt, dass wir es nicht schaffen. Ah, das wird echt eine knappe Sache. Ja, und gucken wir nochmal eben hier nochmal rein vor dem letzten Spieltag. Viktoria Köln hat die Klasse tatsächlich wieder gehalten. Also da haben wir eine gute Zweitligamannschaft rausgemacht, sind punktgleich mit dem HSV. Und die Aufsteiger stehen auch schon fast fest, Hannover und Darmstadt auf jeden Fall. Und vielleicht wechselt Isak ja doch in der erste Liga. Bochum steht derzeit recht gut da. Ansonsten dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann sehen, ob Borussia Dortmund die Meisterschaft holen kann oder ob es dann doch eher Leverkusen wird. Und wir werden sicherlich auch erfahren, wer Europameister wird. Also, bis dann.